Fläschchen machen. Da habe ich ein DIN A4 Blatt genommen, das doppelt geschlagen und eine Lasche ausgeschnitten aus einem Stück, auch von einem DIN A4 Blatt, die dann aber 1,5 cm kleiner ist als hier die Kante. Also hier, das steht dann über an jeder Seite. Danach habe ich dann ein Oberteil der Tasche geschnitten. Und ein Futterstoff. Und das hier habe ich aus Futterstoff, ich hatte jetzt keinen mehr, Oberstoff, rechts auf rechts aneinander legen. Dann habe ich das hier eingezeichnet. Kann man auch nachher abschneiden. Man kann viereckige Stücke nehmen. Festgesteckt und will jetzt hier drumherum nähen, die Lasche. Das habe ich jetzt genäht, rundherum und abgeschnitten. Hier habe ich einen kleinen Strich gemacht, wo meine Wattierung endet. Den sehe ich ja nachher aber nicht mehr. Jetzt wende ich das um und nehme dazu ein Brotmesser aus einem bekannten schwedischen Warenhaus. Streiche das schön aus. Kann ich jetzt abnehmen mit einem schmalen Kännchen. Bisschen bügeln und immer rückwärts nähen am Ende. Es ist gut, wenn die Form nicht zu spitz ist, also dass die Ecken so rein und raus gehen. Desto besser kann man es auch nachher wenden. Jetzt nehme ich meinen Oberstoff. Da sehe ich ja, die kommt hier dran, die Lasche. Ich kippe die um. Ich markiere mir jetzt, wo meine Wattierung aufhört. Das fühle ich so. Und lass die Nadel ein bisschen über den Rand rausgucken. Ich möchte nämlich nicht, dass die Nähte so dick sind. Hier sehe ich jetzt, da habe ich ja auch eine Kante. Das kann ich jetzt rumdrehen, da mache ich mir eine kleine Markierung auch hin. Hier das Gleiche. So, richtige Seite aufnehmen, umklappen. Jetzt kann ich Nadel auf Nadel machen und natürlich mitteln. An jeder Seite das gleiche stehen lassen. Ich gucke, ob es auch einigermaßen gerade ist und stecke das jetzt fest. Markierungen kann ich schon mal rausnehmen und gucke dann auf der Rückseite, ob alles auch da richtig ist. Jetzt nähe ich von der Rückseite, natürlich nicht über die Nadeln, die immer schön rausnehmen, hier lang am weißen Stoff, an der weißen Wattierung. Das ist richtig. Und jetzt lege ich noch hier oben drauf. Das kann ich dann hier sehen, wo der Oberstoff ist. Da brauche ich jetzt keine Markierung. Steckt das Futter also auch noch hier auf das, also von oben. Und nähe dann jetzt hier lang über dem weißen Wattierung. Ich habe das jetzt also richtig genäht bis zu den Kanten, hier und hier. Und wenn ich das dann auseinanderklappe, sieht das so aus. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die Innenseiten nach oben haben. Also das ist jetzt nicht schwer, ich habe ja hier genäht und jetzt nähe ich unten hier lang. Ich zeige es noch so ein bisschen.
Ich nähe jetzt hier lang. Ich stecke mir die Nadel ein bisschen weiter weg, dann brauche ich sie gar nicht rausnehmen beim Nähen. Ich nähe jetzt wieder hier als Linie die Wattierung. Auch wieder so. Also zur Sicherheit, was habe ich jetzt? Ich habe jetzt hier das dran genäht eben und hier unten habe ich rechts auf rechts ist innen hier lang genäht. Von Anfang bis Ende. Und jetzt stecke ich das hier genau auf die Naht. Ich kann das alles ein bisschen auseinander falten. Oder auch bügeln, wenn man will. Naht auf Naht. Hier Naht auf Naht. Ich habe mir das Tischchen extra für euch ausgedacht, für euch Anfänger. Aber das wird es wahrscheinlich schon hundertfach geben. Wie soll man es auch machen? Es gibt es natürlich komplizierter, aber ich finde einfach ist besser. Schön gucken, ob alles auch drin ist. Die Lasche, die habe ich extra so lang gelassen, dann hat sie sicher mehr Halt. Jetzt gucken, ob die Nähte schön gerade sind und ob alles richtig ist hier mit der Wattierung. Jetzt dürfen wir aber die Wendeöffnung nicht vergessen. Die Wendeöffnung machen wir dann hier unten. Von unten, ich kann es ein bisschen knicken, von unten bis hier oben. Das lassen wir frei. Hier oben, das nähen wir schön. Ich stecke das jetzt gut fest, dass nichts mehr verrutscht. Also nicht vergessen, hier unten ein Stückchen offen lassen. Jetzt hier auf der Seite, wo man die Lasche noch sieht, das ist besonders gut, dass ich die so lang gelassen habe, fällt mir gerade auf. Dann kann man nämlich genau hier nähen. Wer jetzt unsicher ist und wirklich ein blutiger Anfänger, der kann ja jetzt hier sich einen Strich ziehen. Ich habe so einen Permanentmarker, der färbt dann nicht ab. Hier unten, das ist nicht so nicht. Das nähe ich jetzt. Dann kommt gleich der große Augenblick des Wendens, ob der Prototyp auch gelungen ist. Das kann ich dann wieder mit dem Messer, mit dem Brotmesser ein bisschen rausstreichen, die Ecken. So, erst habe ich dann das untere rausgewendet und das Futter brauche ich jetzt nur noch reinstecken. Alles auch ein bisschen schön machen. Da kann man sich ja Zeit lassen. Und es passt. Und alles ist schon gleich versäubert. Das Einzige, was man noch machen muss, das hier zunähen. Das geht aber gut mit der Maschine, weil man das ja auch nachher gar nicht mehr sieht. Das nimmt man einfach hier, wo die Ecke ist, schlägt es hier unten ein bisschen doppelt, so, nach innen und näht jetzt ganz schmal da lang. Und schon ist ein schönes Täschchen fertig. Ich würde vorschlagen, dass man zum Verschließen einen Druckknopf nimmt oder Klettband. Denn es ist einfach so, dass sich das sonst ausfranselt sehr, weil es ja ziemlich benutzt wird dann. Es gibt natürlich so
Druckknöpfe, die man reinhämmern kann. Das kann man auch nehmen, wenn man das kann. Fertig ist es schon. Das kann man natürlich in jeder Größe machen. Wer will, kann ja zwei DIN A4 Blätter nehmen als Muster und dann natürlich eine größere Lasche machen. Von da bis da immer die wieder 1,5 cm kleiner lassen, die Lasche. Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Viel Spaß! Um das Täschchen noch aufzuwerten, kann ich einen schönen Knopf nehmen. Was habe ich denn da für Knöpfe? Der ist zu groß. Der ist ein bisschen, das ginge. Aber, und der würde in der Farbe passen. Aber ich nehme dann den. Darunter nähe ich dann Klettband. Das gibt zwei verschiedene Seiten. Eine dahin und die andere Seite dahin. Ein kleines Viereck. Und wenn man das vorsichtig näht, ist das auch noch vom Knopf verdeckt. Obendrauf, dass man jetzt nicht so durchnäht. Oder man näht das Klettband mit der Hand an. Dann habe ich ja hier noch ein Täschchen. Das ist noch nicht ganz fertig. Da hatte ich noch so Weihnachtsornamente übrig. Das ist so japanische Falltechnik. Das mache ich dann auch mit Klettband. Da brauche ich dann, das ist dann hier gut verdeckt. Das kann ich mit der Nähmaschine dann annähen. Hier will ich nochmal meinen Prototyp zeigen. Da hatte ich die Lasche noch zu groß. Aber ich will es nur zeigen, da kann man ja auch ein Handytäschchen machen. Das kann man sich selber ja ausmessen mit Papier, wie groß der Handy ist. Oder iPod oder was man so hat. Viel Spaß! One day I will find you. Someday.